Ich eigentlich? Nee. Dann machen wir das da drüben noch schnell. Dann fehlt zumindest nur auf einer Seite noch was. Nep. Das habe ich ja gar nicht so gerne, wenn mittendrin ein Block fehlt. So, hier hatten wir angefangen. Wie ist denn das hier nochmal? Achso. 4. Reihe überbelegt, dass wir das Inventar noch leer kriegen. Oh, nee, das kriegen wir nicht mehr leer. Diesmal haben wir ja leider unser Bett nicht dabei. Aber ist ja auch egal, da machen wir hier jetzt erstmal Schicht. Und holen Nachschub. Oder vielmehr machen die unten erstmal das Glas rein. Natürlich könnten wir jetzt auch erstmal den kompletten Rohbau bis zum Dach fertig machen. Dann wüssten wir genau, womit wir hinkommen. Das wäre natürlich eigentlich noch eine viel bessere Idee. Eins, zwei, drei. Mehr haben wir davon nicht. Schade. Hiervon kannst du mir noch mal schnell Ladung machen. Ja, das sollte reichen. So. Dann machen wir erstmal den ganzen Rohbau fertig. Also, zwei Farben fehlen noch. Das sind lila und grün. Hier haben wir jetzt grün oder lila. Ist ja auch egal, wie rum. Hättest du nicht. Inventar ist eh voll. Nep. Ja, jetzt machen wir so eine feste Ordnung. Erstmal jetzt den Rohbau, dann setzen wir die Sandsteine und die Bodensteine rein. Dann, na, was kommt denn dann? Die Gläser. Dann sind wir fertig, dann fehlt das Dach. Oder vielmehr, dann fehlt nur noch das Dach. Wir sind fertig und dann fehlt das Dach, klingt irgendwie doof. Gut, da rein. Ach ja.
Moment mal, das ist doch schon die letzte Ebene, wo noch Halbsteine dran kommen. Noch eine Ebene haben wir ja gar nicht. Da kommt lila hin, hier kommt grün hin, fertig. Das ist die oberste Ebene. Gott, jetzt hätte ich fast noch eine draufgesetzt dann. Oh. Dann wird es doch nicht ganz so hoch, wie ich erhofft habe. Aber immer noch hoch genug, also kein Grund jetzt Panik zu kriegen, das Gebäude wird zu klein oder so. Na, da werden wir auch definitiv mit den Steinen hinkommen. Und trotzdem werde ich noch ein paar nachmachen müssen. Eine letzte Ladung noch. Dass ich immer an der falschen Seite runterrutsche. Oh, das sollte hinkommen. Das sollte eh hinkommen. Damit hinkommen, weiß ich nicht. Ja. Verbauen wir es erstmal alles. Jetzt rumzukraften hat wenig Sinn. Hab ja eh keinen Platz, um irgendwas zu verschieben. Na gut, dann fangen wir mal damit an. Da denke ich habe zu viel gemacht davon. Schon über die Hälfte weg. Huch, war das ein Leck. So.
Treppen habe ich auch noch ein paar. Ist ja auch das letzte Mal, dass wir Treppen brauchen. So. Unten auch gleich hin. Na, reichen trotzdem nicht. Hätte ich das hier noch ein paar. Fehlten. Sonst wäre es ganz gut ausgegangen. Hätten wir keine mehr machen brauchen. Ich hätte die Crafting-Box mitnehmen sollen. Wenn das Lager kann da unten ja erstmal bleiben. Obwohl wäre auch blöd, da unten die Crafting-Box. So, Halbsteine. Machen wir jetzt erstmal das soweit. Wir brauchen ja eh noch mehr Sandstein. Ja, Sandstein kann ich mir vorstellen, dass uns der ausgehen wird. Ich glaube, wir hatten unten noch ein bisschen. Das wird sehr knapp. Wird schon wieder dunkel. Bett habe ich natürlich nicht dabei. Das kommt davon, wenn man mitten am Tag zur Crafting-Box rennt. Na, da mal runter. Dann können wir gleich die zwei Sandsteine noch mitbringen. Und wieder auf der falschen Seite. Naja, das ist von oben auch schwer zu beurteilen. Es sieht überall gleich aus. Da. Also, wir brauchen noch genau zwei Treppen. Da man zwei Treppen nicht machen kann, machen wir vier Treppen. Danke. So, jetzt ist auch alles umgewandelt. Hier kann jetzt der noch rein. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, den Creeper habe ich durchaus bemerkt. Nur solange er mich nicht bemerkt. Kann er da ruhig bleiben. Jetzt wird er mich bemerken.
Da fehlt schon wieder eine Zwischenwand. So. Zack, zack. Auf der Seite auch. Das war soweit alles drin. Na gut, dann fangen wir an. Treppen brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich. Was habe ich da abgelegt? Ach so, ja, klar, ich habe die paar Sandsteine abgelegt. So, die Lücken hier mache ich jetzt sofort dicht. Da hätte ich auch noch mal eine Ladung mitnehmen können. Ah, gucken wir erstmal, wie viel uns noch genau fehlt. Wie machen wir das hier? Wenn ihr mich fragt. So. Oder wir machen noch mal ein großes Panoramafensterchen. Ah, dann reicht das aber mit den Blöcken nicht. Also natürlich, wir machen die hier in der Mitte komplett mit Sandstein. Dann haben wir allerdings zu wenig Sandstein wieder. Ah, fände ich trotzdem schön. So zum Abschluss. So. Oder? Lassen wir es. Könnte natürlich auch irgendwie sowas machen. Das sieht ja auch blöd aus. Naja, so kann man dann wirklich schön gucken. Ja, dann lassen wir es so. Dann machen wir eben noch ein bisschen. Was ist das? Grün nach. Quatsch. So. Und sorg aber auch dafür, dass Grün hier oben hinkommt, denn Grün ist einfacher als. Was ist das für die andere Seite? Lila? Oh, Lila ist eigentlich genauso einfach. Dann geht hier oben nochmal richtig Glas drauf. Aber sieht besser aus als die Alternative. So, euch brauche ich dann auch nicht mehr. So. Hier. Fünf, sechs.
So, hier machen wir es auch wie immer. Aber wenn wir es doch wie immer machen, dann ist das hier doch falsch. Hier wird auch alles wie immer aussehen. Zum einen natürlich das Stück. Zum anderen aber auch das Stück. Das nur quasi dazu da ist, das Dach hinterher zu halten. Über das Dach reden wir nächste Mal. So, Zeit zum Schlafen, würde ich sagen. Leitern brauche ich auch noch. Plätze frei. Ja. Hellgrün sogar, umso besser. Dann nehmen wir was aus unserem Vorrat für die Pyramiden und machen da dann neue. Dann gehen wir gleich runter und gucken mal. Ich sag mal maximal. Oh, doch, 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 das solltest du nicht. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist einiges. Da werden bestimmt 2 bis 3 Stacks gebraucht. Da kommst du mit ein paar Blöcken nicht aus. Nimmt jetzt ja wirklich Form, Mann. Da unten war ein Monster oder sowas. Meine Herren, guck mal, wie hoch das ist. So. Wenn das Schwerter, die sich in der Mitte treffen. Zombie schleicht dort unten rum. So viel zu meiner Theorie, die können dort nicht spawnen. Schade. Aber in Museen spukt es ja eh immer.
Und ob jetzt Geist oder Zombie. Bei dem Muster hier erkennt man jetzt wieder deutlich, wie es sein muss. Ja, das ist relativ eindeutig. Anders als bei den Pfeilen. Trotzdem ist es schön, einen Block zu haben, der einen Pfeil hat. Ich meine, damit lässt sich wirklich nun viel machen. Viel bessere Wegweiser, als wenn man nur Schilder mit irgendwelchen Zeichen versieht. Nee, das ist toll. Würde es sich wirklich mal lohnen, eine Beschilderung hier zu machen. Oh, er hat es nach oben geschafft. Das auch schon fertig. Da geht's hoch. So, da waren wir da drüben stehen geblieben. Es wird eng. Besonders ich brauche noch ein paar später. Für das Dach, Randdach, für die Erweiterung bis zum Dach hin.